Schwester. Passen Sie gut auf sich auf. Ja, guten Morgen, Hertha-Freunde, da sind wir wieder. Nach der Saison ist vor der Saison. Also ich bin hier früh am Morgen immer ganz gerne und genieße diese Ruhe. Ich bin hier am Berliner Olympiastadion und ist ja quasi mein zweites Zuhause. Aber heute Morgen ist diese Ruhe durch ganz seltsamen Durchsagen gestört worden. Also mir war das richtig unheimlich. Da, jetzt schon wieder. Sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten daran erinnern, dass hier die Welt aus den Fugen geraten ist. Bitte passen Sie gut auf sich auf. Was soll das? Die Welt? Ach ja, die Hertha-Welt ist am Rumspinnen. Na klar doch, das kenne ich doch. Das geht schon eine ganze Weile so. Das kann ich bestätigen. Ist aber nett, oder? Dass man sich hier um uns solche Sorgen macht. Also nach dem Relegationsspiel gegen den HSV wollte ich eigentlich erstmal zur Ruhe kommen. Das hat aber leider nicht geklappt. Denn Hertha BSC hat einen neuen Präsidenten ins Amt gewählt. Mit satten 55%. Mit satten 55%. Nein, nein, es ist diesmal nicht Werner Gegenbauer geworden. Er hatte letztens 55% bekommen. Er ist diesmal gar nicht angetreten. Er wurde professionell weggetreten. Also in Deutschland gibt es ja beim Fußball die 50-plus-1-Regel. Diese besagt, dass Verein und Investor zu jeweils 50% gleichermaßen das Sagen haben. Ja, so ungefähr. Wer also plus eins vertreten darf? Ja, mein Gott, ist nicht immer klar. Ganz vorbildlich in dieser Hinsicht ist der Investor. Lars Windhorst setzte sich ins TV und erklärte, er möchte sich nicht in die Angelegenheiten des Vereins einmischen. Aber der Präsident müsse gehen. Und am besten gleich noch ein paar dazu. Ein Beispiel aus dem Lehrbuch, wie man 50+1 zu verstehen hat. Übrigens, der Neue heißt Kai. Und es gab sogar zwei weitere Kandidaten. Keine DDR-Volkskammer-ähnlichen Zustände mehr. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Wir sind Berlin. Der größte Konkurrent von Kai hieß auch Kai. Kai aus der Kiste. Kein geringerer als Frank Steffel. Die Alten unter uns kannten ihn noch von früher. Für mich eher schwere Kost. Für andere eine richtige Delikatesse. Diese Delikatesse stand eigentlich bei einem anderen Verein in Amt und Würden. Aber das macht doch nichts. Dazu haben sich dann schlaue Leute etwas einfallen lassen, wie wir heute wissen. Diese Füchse. Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter, der langjährige Parteisprecher der CDU und Medienberater von Helmut Kohl, begrüßte die Kandidatur von Frank Steffel sehr. Der Profi hätte ja eigentlich auch mal selber auf die Idee kommen können. Oder? Am Abend, also nach der verlorenen Wahl, war man von der Idee immer noch schwer angetan. Man traf sich dann zu dritt, also Windhorst, Fritzenkötter und Steffel, im Luther und Wegener am Gendarmenmarkt. Das fröhliche Zusammensein dauerte nur 3 Stunden.
Es gab lediglich etwas Redebedarf. Schließlich hatte man sich ja so viel Mühe gegeben, Werner Gegenbauer loszuwerden. Jetzt hätte eigentlich Schritt 2 folgen sollen. Nun, es ist anders gekommen. Aber nach der Wahl ist ja bekanntlich vor der Wahl. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wären Lars Windhorst und Kai Bernstein doch noch ganz dicke. Oder Frank Steffel platzt, etwas verspätet, in 2 Jahren bei der nächsten Wahl in die Hertha-Stube rein. Es werden also so oder so demnächst richtig gute, fette Jahre werden. Oder? Wir sind Berliner. Unsere Hertha macht bekloppt. Hey. Ja, ja, aber wir machen uns jetzt wieder flott. Ach übrigens, der neue Hertha-Präsi trägt Hertha-Kutte. Finde ich ja schon ziemlich dufte. Ich kann sie aber nirgends finden. Typisch Hertha. Gute Nacht.